Christ. Anbetung, jemanden zu achten, ist ein Herzenszustand. Gott anzubeten bedeutet, ihn mit deinem ganzen Sein anzubeten. Wir verehren ihn mit den Dingen, die wir sagen. Wir verehren ihn mit den Dingen, die wir hören. Wir verehren ihn mit den Dingen, die wir anschauen. Wir verehren ihn mit den Dingen, die wir denken. Wir verehren ihn mit der Art und Weise, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Folglich findet Anbetung nicht nur an einem Sonntagmorgen statt. Unsere Anbetung findet rund um die Uhr statt. Musik als solche hat nichts mit Anbetung zu tun. Tanz als solcher hat nichts mit Anbetung zu tun. Singen als solches hat nichts mit Anbetung zu tun. All diese Dinge sind nicht nur der Ursprung der Anbetung. Es ist einfach ein Ausdruck eines Herzens, das von der Gnade, die Gott hat, entzündet ist und seinen Geboten gehorchen möchte. Anbetung ist nicht an einen bestimmten Ort oder ein bestimmtes Gefühl gebunden. Anbetung bedeutet, ihn anbeten in allen Umständen, mit all unseren Sinnen, Gedanken und Taten. Christ. Wahre Anbetung behält Gott im Zentrum. Wahre Anbetung ist die Anerkennung Gottes und all seiner Kraft und Herrlichkeit in allem, was wir tun. Die höchste Form der Anbetung ist, ihm und seinem Wort gehorsam zu sein. Um dies zu können, müssen wir Gott kennen. Wir können ihn nicht ignorieren. Anbetung ist, Gott zu glorifizieren, ihn zu erhöhen, unsere Loyalität und Bewunderung für unseren Vater zu zeigen. Lasst uns mit Ehrfurcht den Gott anbeten, der unsere Schwächen versteht. Lasst uns mit Ehrfurcht den Gott anbeten, der das verzehrende Feuer ist. Er verdient unsere Zeit. Er verdient unsere Zuneigung. Er verdient unsere Hingabe. Möge Christus hoch über all dem stehen in unserem Leben. Er, der Heilige. Er, der Gute. Lasst uns beten.